Hallo miteinander und willkommen zurück zu Total Warhammer 2 mit Torrin Gent. Weiter geht's mit Grom, dem Fettsack. Ja, ich habe jetzt mal einmal noch einen Turn gedrückt bei der letzten Aufnahme, wenn Sie sich wundern, weil wir sonst den letzten Zugketten nochmal machen müssen. Auf Länge in der. So, wir haben jetzt das durchgegriffen bei den Gobbos. Tatsächlich, wurscht, Geschwindigkeit für unsere Gobbos gab das. Ja, geht den Ork-Jungs ein bisschen Prügelübung, bringen wir die Gobbos wieder auf Linie, ja. Eigentlich bufft das vor allem unsere Orks, aber naja. Wir können ja irgendwann auch mal eine Armee machen, die nur Orks hat und eine Armee, die nur Gobbos hat. Vielleicht ist das ja der Plan am Ende hier. Die Glossarianen kommen auch. Götzenschnitzer haben wir bekommen. Gehorsam und Unverderbtheit. Oder sicher hat das bekommen. Ja, ehrlich gesagt, wäre das. Beides ja gar nicht so schlecht, ne? Nochmal mehr HP für die gute Frau. Jetzt haben wir natürlich die Purpursonne des Xerios. Wir haben auch das hier nochmal. Ja, bewerte ich das jetzt erstmal höher, ehrlich gesagt. So. Dom der Vetter. Verstanden? Ist egal. Also, wir machen erstmal diese Schlacht hier. Müssen aufpassen, nicht, dass der hier uns angreift. Ja, und wen werden wir jetzt angreifen? Werden wir wirklich den War of Troy gefressen machen? Ich meine, noch sind sie echt nicht ausgebaut. Ne? Wir könnten hier im Süden landen, am Stein des Loek, Richtung Ales Halli vorgehen. Problem ist natürlich, dass wir hier direkt im Konflikt mit Dingens sind, mit Lovern. Möglich wäre es aber schon. Ne? So, ist aber der gute Graf. Schon mal ins Wasser. Ich hoffe nicht, dass die uns Krieg erklären. Könnte passieren, dass sie Krieg erklären und uns rüberschippern, aber sie schaffen es nicht. Sie kommen nicht weit genug. Und das sind nur die Skaven, in Anführungsstrichen, ja? Ja, wir sind ja. Oh ja, das sind aufgefüllt. Ja, fetter als jeder. Wenn sich auch schon wieder so weit. Ah, komm, dann kommen wir. Wer da passiert? Ich meine, wir haben gerade so viel Geld. Da ist das schon okay. So, wir werden Paravon. Alter, wieso? Oh Gott, ist dieses Zeug teuer! 6500 von der verdammten Mauer, Mann! Jesus! Ja, wir müssen hier hinten aber echt gesichert sein. Oh, meine Güte! Meine Güte! So, die fiesen Schlitzer, die können wir zumindest jetzt mal holen. Wie schnell dann hier. Wobei, warte, was kostet das? Das kostet 4000. Warten wir noch mit der Mauer. Ich möchte hier. Die Baracke möglichst noch schnell hochbekommen hier. Dass wir die ganzen Nachtgoblins bekommen. Nächste Forschung ist jetzt dran. Ja, mehr Wachstum. Grundsätzlich so schlecht nicht. Das macht die Verbesserung für die Orks. Aber. Ne? Widerstand für Goblins. Fürs Verstärkungsrate für Goblins. Fürs Resistenz für Goblins. Also, ne? Danach machen wir hier keine Beschwerden. Das ist auch nochmal gut. Und hier hinten ist ja noch das hier, ne? Verrückt auch schon für alle Goblins. Weniger Infanterie und 50% Munition für Kamikaze-Katapulte. Ja, da brauchen wir auch welche von. Sowas von, definitiv. Na gut, und jetzt können wir dann gleich das ausbauen und wir können das Spezialgebäude hier bauen, den Steintrollstein. Wo gibt es nochmal Einkommen? Fettes Wachstum, Rang bei Rekrutierung für Trolle und natürlich Steintrollrekrutierung an sich. Also würde es durch den Kampf hier drüben eigentlich sehr viel einfacher machen. Gegen die Elfen. Das mitnehmen, wir können das mitnehmen. Boys, bring Gromis Chopper. Ah ja, jetzt haben die uns irgendwie erklärt, okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie auch wirklich rauslaufen aus dem Wald. Gleich zwei Stück. Da kriegt der Tilia gegen die Plattnasen. Jetzt kommt der nächste. Ja, okay. Wir könnten auch ein Wow auf den verdammten Baum des Lebens machen oder einen hier. Ich weiß halt nicht, wie gut das dann enden wird für uns. Und ne Baston und Montfort, das ist halt eigentlich. Ich denke, wir machen das, oder? Sollen wir. Es ist halt ein ziemlich verschwendeter War, aber wir brauchen halt Trophäe.
Wenn ich zum Beispiel, das sind halt dann 88 hier. Der Tag ist der Wille der ungestümen Kriegsgötter der Grünhäute, der Brüder Gorg und Morg. Ruft man einen von ihnen beim Namen, so gewähren sie ihre Gunst. Sei es ihre brutale Hinterlist. Oh shit, jetzt habe ich es gemacht. Ihre hinterlistige Brutalität. Ich wollte eigentlich nur. Naja, okay. Ja. Okay. Ja, klar. Das ist jetzt klar, was wir machen. Also, wir werden die Insel erkunden und jetzt kämpfen hier. Und ich habe eine War-Armee jetzt schon dabei. Müssen wir nicht mal an. Auch so machen. Wow, nur mehr Geld. Ja, hier, die haben Leute echt zu berichtet hier. Worship Grom. So, dann kommen wir hier wieder raus. Wieso? Kommen wir hier wieder raus. Auch was haben wir bekommen? Bonuserfahrung. Okay. Okay. Kommen wir noch weiter? Kommen nicht weiter. Na gut, jetzt ist man da erstmal hoch, ne? Wird bestimmt gleich mit seiner Armee hier runterkommen. Aber die Stadt, die dürfte das eigentlich aushalten. Okay, also wir wollen das Ding hier haben. Und dich ausbauen. Die ausbauen für 5000. Ja, die Nachtgruppen, die Schamanen und die Orkschamanen natürlich auch nicht so schlecht. Ja, ne, Riesen sind jetzt nicht ganz so geil, aber da ist halt, also was ich denke hier die Geschichte. Ja. Ich kann dann auch gleich nochmal Mauern bauen. Okay. Ja, ja gut, ich meine, so kann sich dann natürlich auch entscheiden, ne? Dann machen wir jetzt mal Bretonia platt und danach, ja, die Elfen werden ja irgendwann hier drüber kommen, das wird eher das Problem sein. Durchwühlen. Ich hatte ja nachher einfach nur 40, ehrlich gesagt. Wir können trotzdem mehr Artefakte haben. Orkslayer. Also, jetzt Carcassonne ausbauen. Dafür reicht es dann auch noch. Ja, scheiße. Also, ich meine, gut, die Bordeaux hat wenigstens Rang 22. Trophäe gibt uns Angriffsbonus und Gehorsam fraktionsweit. Naja, also es sind ja klasse der Bonus, aber es ist schon okay. Wenn es halt Ewigkeiten braucht, bis wir da oben sind. Nächstes ist ein einfaches UA-Ziel, da können wir dann schnell die UA-Einheiten dann rekrutieren. Denen dann, die ein bisschen mächtiger sind, ist es auch einfacher gegen die Elfen. Scheiße, ich glaube nicht, dass ich wieder. Ah, dass ich den einfach mal so ausgenommen auf Bordello. Alberic wird sich freuen. Heißt der Alberic? Alberic de Bordeaux? Ich glaube schon. So, lauf uns bitte weiter nach Norden. Das hat die Zwerge plündern. Ich dachte, die Zwerge seien so ehrenvolle Viecher, ne? Dann sowas. So, jetzt Quenelle. Bei den Wachturm der Goblins. Und hier nochmal Wachstum. Oh, hier ist auch gleich eine Revolte. Die können wir auch gleich mitnehmen. Bin ich auch damit zusammen, dass die hier. Ich krieg die Revolte, die Zwerge. Das wäre natürlich auch ganz gut. Wollen wir hier mehr Verstärkungsrate in der Provinz eigentlich schon? Und hier. Ja, wir machen erstmal das. Wir brauchen mehr Einkommen. Wir haben absolut kein Geld. Okay. Ich irgendwelche zwischen Zutaten mittlerweile noch. Wir haben die. Ah, wir haben die Muschel. Muschel mit der. Ja. Dann gehen wir nämlich hier Groms allerlei. Mit plus Verstärkungsrate ohne Ende. Gobus. Groms Armee. Generation und eine zufällige Menge an Gold. Und Verstärkungsrate aller Armeen. Also, ne? Echt besser als das hier war. Wobei bringt auch 5 Ruf ein. Braucht man momentan eigentlich überhaupt nicht. So. Damit sollte Verstärkung echt kein Problem mehr sein. Wir haben 20 Minuten Zeit für die Nummer jetzt. Okay.
Wenn du so früher würde ich ihn erklären, so früher kann man den nächsten dann auch starten. Deswegen wäre es jetzt auch blöd gewesen, lange zu warten. So. Ja, wir müssen tatsächlich hier da hoch. Eins, zwei und dann die da wollte niederschlagen. Ist irgendwas abgebrochen? Ja, komm, tu es. Go, go, go. Wir haben Kaledor getroffen. Achso, das ist das normale. Ich dachte gerade an Imrika. Das ist das normale Kaledor. Das normale Kaledor. Nothing you can say is gonna save ya. Da kommt der Letzte im Bunde. Und ja, wir haben jetzt eine Unterstadt hier. Und ein kleines Bittel. Könnten wir mal den nächsten zerstören? Warte mal, was hat der? Warte mal, was hat er da alles schon gebaut? Heilige Scheiße. Das ist ja, ne? Ganz schön ausführlich, nenne ich es mal. Oh, guck mal das, da ist Alberic. Oh nein, na gut, wir müssen wohl oder übel hier in Gewaltmarsch kämpfen. Hauptsache, er kann Brion hier nicht zerstören. So, hi, Bro. Bin gespannt, ob er es wagt, ne? Moment, sind wir mal da zwei Fullstacks jetzt. So, jetzt müssen wir mal das Truppen auffüllen bei ihr. Haben wir bei ihr noch irgendwas, was wir geben können? Nein. Hier, ja, den Rettungszauber mit 6%. Mach mal. Passt. Hast du noch irgendwas Spezielles hier? Nope. Ja, die Rebellion hier, die steht bevor. Das wird nochmal ein Spaß, ne? Wir finden es ja so schnell, aber wir können dann hier einmal im Kreis gehen. Beziehungsweise wir können hier rüber, dann können wir uns hier rüber tunneln und dann Aquitaine einnehmen. Wenn das jetzt gut läuft. Das ist nochmal oben eine Schlacht. Ritter des Königs und fahrender Ritter. Muss ja echt sagen, ne? Bretonnia haben wir ja vor Ewigkeiten mal gespielt, die müssen wir irgendwann nochmal wieder spielen. Die haben ja mittlerweile auch alle Mechaniken. Genauso wie Vampire. Steht alles auf meiner Liste, wenn wir jetzt alles abarbeiten hier nacheinander. Und alles in Legendär! Natürlich. Jetzt wieder Kontenance bewahren hier. Oh shit, der hat nochmal ein. Was ist das denn für eine Armee? Mensch, Yolanda. Ach, Mensch, Yolanda, was soll das denn jetzt? Ja, die einzige Stadt, wo wir keine. Ja, gut, die Dörfer. Die Stadt hätte natürlich auch noch kein Dingens. Keine Mauern. Ich habe natürlich ein bisschen was an Geld verloren, aber sie kann ansonsten jetzt nichts mehr groß machen, außer sie wieder Carcassonne an. Er ist natürlich abgehauen jetzt hier. Okay, ja, in Rian soll ich mir natürlich dann auch nochmal sowas hier, hätte ich gesagt, ne? Ihr seht halt den riesen Nachteil hier, ne? Ist der hier hingeritten? Du willst mich echt verarschen. Komm mal dich hinterher, weil ich diese blöde zweite Armee jetzt dabei hab, ne? Dann komm ich halt nur 5 Meter weit. Dass der kann jetzt sogar Carcassonne einnehmen gleich. Was echt nervig ist. Das heißt, wir werden das hier mal abbrechen. So. Und hier ist auch die Dingens hier. Wir könnten auch eine zweite Armee aufstellen und mit ihm hier mal. Ja doch, vielleicht können wir das auch mal hier oben machen. Einen Goblin-Großschamanen. End. Mal nur so olle Leute hier. Nachtgoblin-Warboss. Süchtig. Goblins und Nachtgoblins. Wir wollten ja eine Ork-Armee haben. Mehr Führerschaft für alle. Wird noch auf Hinterhalte trimmen. So. Was? Achso, natürlich, das sind Moschas. Schon sagen. Das sind Moschas, keine Schwarzorks. So, hi.
Ja, auch wenn du eigentlich ein Ork bist, kriegst du jetzt erstmal so ein paar Gobos, ne? Just in case. Ork-Massiv dürfte nicht fallen. Darum dürfte eigentlich auch nicht fallen. Hier ist halt, ne, das ist ja keine Garnison, das ist ein Witz. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier im Gewaltmarsch rüber und hoffen, dass die Dingens hier... Ja, der kann das ja machen, aber er kommt hier halt nicht weg. Ich hoffe nicht, dass sie an uns noch rankommt. Nee, kommt sie nicht. So, eine der Armee jetzt mal stellen. Ich werde das Schlauste einfach durchzulaufen nach hinten. Okay. Ja, gleich haben wir kein Geld mehr. Und das ist auch bald fertig. Und dann nochmal das Gehorsam tatsächlich, glaube ich, mit. Ja, die Platoon ja vor uns weglaufen, ne? Ist halt. Habe ich ja echt keine Worte für. Sind doch nur Orks. Was? Er macht einen Hinterhalt hier hinten? Und sie läuft jetzt hier rüber und holt sich Brion. Das ist genau das, was jetzt passieren wird. Bin da das? Wie die Halbmonde. Ich meine, wir können mit denen halt eh nicht handeln oder so. Das bringt alles eigentlich so gesehen gar nichts. Okay. Ja, der ist nämlich in Reichweite. So richtig. Ja, Gobos. Guck dich das mal an. Also ich finde, diese Einschränkung ist echt... echt übel. Ist halt echt die Frage, wo er steht. Ne? Wenn sie braucht mindestens 2 Runden, um hierher zu kommen, um das einzunehmen. Divine Belly! Keep moving! Faster! So. Und? Okay, kein weiteres Dilemma. Hat nichts gedacht. Okay, wir haben nichts geklaut. Gut, gut, schätze ich. Keine Beschwerden für uns. Ja. Es ist halt bitter, wie krass diese eine Armee jetzt hier von Nachteil für uns ist. Es tut schon ein bisschen weh. Ich bin mir sicher, dass wir die Schlacht gegen sie nicht gewinnen können mit der Garnison. Selbst wenn die ausgebaut ist auf Level 1. Okay, erst ein Gewaltmarsch jetzt hier hoch. Okay. Oh Mann. Treiben wir den jetzt vor uns her oder was? Ist das jetzt das Ziel hier? So, die kommen jetzt hierher. Jetzt kann er hier seine ersten... So. Jetzt kannst du deine ersten Erfahrungen hier machen. Und ausgewählt bekomme. Hallo, Togger? Muss man dem. Okay. Alles klar, Bruder. Oh wow, und sie lebt sogar noch. Die gesamte Armee. Ja, ich frage mich ernsthaft, wie sie jetzt hier mit dieser Armee. My lady will not allow it. Schaffe ich das überhaupt mit der Armee so? Versuch's mal. Ja. Greift eine Stadt an, macht eine Armee voller verrittener Bauern? In der Motion. Bin ich nicht so ganz sicher, wie das jetzt geplant war, aber ja. So, sehr schön, er hat eine ganze Menge Zeug bekommen, das ist super. Können wir eigentlich die auch noch theoretisch? Ne, wir haben genau einen. Sie sollten wir dir eh einen Schamanen geben. Und wenn ich das jetzt hier mache, dann ist die Stadt halt echt safe. Da kann nichts passieren. Dann können wir mit der Armee nämlich dann auch rüber. Halt. Eine schlaue gewesen auch für eine zweite Armee, also bei den Wagenmanns, dann hätte nämlich diese Armee ja auch noch Noir. Andererseits haben wir jetzt vielleicht tatsächlich eine Armee, die sich bewegen kann, was natürlich auch nicht so ohne ist. So.
Irgendwann kriegt er dann auch seine... auch die Kobolds hier mal verbessern in seiner Armee, war. So, jetzt eigentlich will ich mir die Dinger sparen. Our world's gonna be crumbs. So. Da ist er. Er sieht nur selbst mit der Garnison des Brion jetzt nicht gerade geil geschützt. Und die zweite hängt ja immer noch irgendwo rum. Eigentlich sollten wir am besten diese zwei Dinger hier einfach ignorieren und die Noir fertig machen. Noch mindestens 5 oder 6 Züge, um dort hochzulaufen. So. Ja, das dachte ich mir, ne? Führen wir das Gefecht trotzdem mal. Vielleicht können wir zumindest ein bisschen was schädigen. Nicht, dass das das Problem wäre. Ihn zu schlagen, so grundsätzlich. Ja, wir haben halt nur Gobos, ne? Mit uns in dieser Kavallerie hier reinchargt. Wir haben zumindest zwei Wolfsreiter, mit denen wir die Schützen ganz gut eventuell aufhalten können. Auf dem Downward Slope hier. Drüben. Bisschen kompakter bitte, danke. Wir wissen alle, was passieren wird, ne, wenn ich die hier hinstelle. Die sind aber eigentlich so schnell, dass sie normalerweise vor diesen blöden Rittern einfach fliehen können. Besser. Wir haben ja keine Anführer, wir haben keine Chance, Alberic auszuschalten, leider. Ich mache schneller hier. So. Ist hier hin. Ist hier in der Reserve sozusagen. Ah ja, okay. So, okay, der Spaß beginnt hier, ja. Könnte von der Seite reinschießen, das passt schon. So, laufen wir hier nicht so aufeinander. Was ein bisschen Einnahmen war, ja, hat das natürlich seine Ritter auch zurückgezogen, deswegen hier. Ja, ich sehe schon. Ja, Cycle-Charge-Zeit, ne? So, kommen wir hier weiter. So. Ihr halt sehr einfach am Schießen. Nein, ihr solltet da hinten kämpfen. Das Alberic selbst, ja, das ist, ja, es läuft halt wie erwartet, ne? Sagen wir mal ehrlich. Es läuft wie erwartet.
Haben sich die Kobolds besser angestellt als die Orks, ehrlich gesagt. Ein paar Verluste haben wir ihnen auf jeden Fall hinzugefügt. 2, 3. Wow. 113. Na ja, gut, wie gesagt, mit dieser Garnison habe ich auch nicht erwartet, dass wir da groß was rausholen können. Ja, auch schon mal sehr viel mehr, als es aussah noch gerade auf dem Feld. So, jetzt stell dich doch mal zu einem richtigen Kampf, ne? Und hör auf, hier irgendwelche Dörfer einzunehmen. Mr. ehrenvoller, bretonischer Adliger, ja? Lach mich tot. So. Wenn einfach deine Hauptstadt wegnehmen, mal gucken, was du dann machst. Vereint gegen uns, Kritik war das, ne? Ja, ja. Grom the Poach! Ja, jetzt haben wir das, dasselbe Problem, ne? Also, ja. Get out of sight! That will do, boys! Müssen wir mal hier hinstellen und hoffen, dass er mich nicht sieht, aber da ist schon wieder ein Typ an uns dran hier. Dass er mal endlich stehen bleibt. 14 Runden noch. So. Ja, füll dich erstmal auf. Sagt. Gonna conquer the world. Machen wir mal weiter. Ah, es ist, ich kann auch nicht, dass ich aus, mit meiner Armee halt am anderen Ende der Welt war. Und in dem Moment den Wahl einfach dahin. Das war eigentlich der einzige Fehler, ja. Wenn ich meine Armee hier oben gehabt hätte, dann hätten wir ja schon längst gewonnen. Ich dachte, das kommt noch mal aus. Okay, Hinterhalt gescheitert. Greift uns an, wirklich? Another day. There's good eating on them. Swap them for something useful. Ooh, yum yum. Wieso hat er das gemacht? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber vor allem ist er halt gescheitert. So, Stadt von Brion ist also durch. Und Brion gleich wieder einnehmen. Sie ist jetzt. Also ich weiß nicht, wo sie ist, ne? Steht sie da noch oder ist sie zurückgelaufen? Oder ist jetzt auf dem Weg nach Carcassonne? Wir werden es gleich sehen. Sobald ich anfange, das hier auszubauen. Oh, bist du erfolgreich. Die Armee des folgenden Charakters. Oder schafft für alle Armeen. Und wir haben jetzt eine Armee bei Kämpfen auf See. Und mehr Gehorsam. Und mehr alles. So, dann ich. Warte mal, haben wir eigentlich bei dir? Nee, bei dir haben wir nicht. Teilzeit. Das schafft für Elfen, das wird zwar auch noch wichtig werden, aber wir gehen mal hier weiter auf Blitzschlag. Das Erste. So, das hast du. Jetzt kannst du hier weitermachen. Okay, und du kriegst jetzt die Riesenspinne. Corpulent Majesty! Grom's gonna conquer! Ganz klassisch besetzen hier, ja. Ja, da sind wir genau da, wo wir vorher waren hier. Ja, versuch mal Carcassonne auszubauen. Na, wobei, wir haben so wenig Geld. Laufen mit ihm jetzt noch klar nach Norden. Das ist mir echt egal. Wie weit kommst du denn, um hier mal zu schauen? Steht sie noch da? Sie steht echt noch da. Wenn sie kann auch nichts machen, ne? Kann halt auch nichts machen, die Yolanda. Die Yolanda Sigibald. Okay, tut von unten. Dann hier bei dir. Vorrat auch schon wieder auch nicht schlecht eigentlich. Müssen wir dann Nahkampfangriffwaffen. Du triffst ja nichts. Und ja, der Erlass ist wieder verfügbar. Dann mach mal wieder Gehorsam und Wachstum. Das ist nicht ganz so schnell um den Kopf fliegt hier. Das Ork-Massiv kann weiter ausgebaut werden. Ah, dieses minus 1. Weil die Tech, die gibt uns ja gleich plus 3. Also dann müssen wir es erstmal nicht bauen.
Okay, dann bleiben wir dabei. Ja, wir müssen jetzt, wir laufen jetzt nach oben und werden ihr Land einnehmen. Weil, selbst wenn sie hier jetzt Rampage oder so, ich meine, sie kann nicht wirklich was machen. Sie kann das zwar erobern, aber... Ja, wir kriegen es eh wieder. Wir kriegen es eh wieder. Estalia ist tot. Wie war ich das, dass er noch lebt? Hm. So. Gromos los Fedzagos. Unkillable Grom! Grom says go! Grom's done enough! Kriegen wir unseren Endkampf gleich wahrscheinlich. Fabiola Immerstein und Yolanda Sigibald. Ei, das ist ja unfassbar. So, das heißt, der Bruder hier kommt auch mal rüber, wa? Der Bruder kommt auch mal rüber. Togga. Togga, Erfahrung brauchen. So. Jetzt die ganze Zeit hier jinxen, ne? Kommt sie noch? Ja, sie kommt tatsächlich noch auf die Okay, wir aber Carcassonne können wir jetzt ausbauen. So. Wir sollten jetzt gleich wieder sehr viel Geld hier bekommen. Sehr viel Geld. Da sind euch hier dann kein Beispiel, ja. Das ist so eine sehr, sehr schlechte Sache, den Noir zu klicken, während ich da unten war. Das hat uns jetzt ein bisschen was gekostet an Gold leider. Oder Momentum. Skarsnik, alter Freund. Dann nehmen wir nicht angespackt. LOL! Okay. Ja, sie nehmen, was sie kriegen können, ne? Oh, ich hab's ja gehofft, dass sie das machen, aber dass sie echt so dämlich sind. Okay, ja klar, warum nicht? Warum nicht? Okay. Oh, das ist echt Gold wert. Wir kommen sogar an Aquitaine ran. An Bordeaux schon von hier. So. Hi. Ja. Ich bin da nun besetzen. So, jetzt haben wir die berittenen Jungs hier und die Nachtgoblins Quickhopper. Und nochmal jemanden. Stammspitze Kobelwagen ist dort länger. Oh ja. Heißt, wir können jetzt hier noch einmal ein paar Major Umbaumaßnahmen hier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5. Hm. 7 Fernkämpfer nur ist wenig eigentlich. Ich werde keinen von denen auflösen. Komm, wir machen das so. Es ist schon okay, die werden eh weitergereicht, weil wir hier Nachtgoblins uns holen. So. Ich möchte die Quickhopper haben, diese wegen hier. Da haben wir noch ein paar, sag ich mal, mobilere Leute hier. Jetzt auch mal die Schwerte Munition. Du bekommst, ja, Resistenz, würde ich sagen. Auch in diesem Fall. Ja, die haben ja die geilen Pilze, ne? Der eine hat Durststrom explodieren, die auf den besten Pilze für einen dramatischen Effekt und wachsen langsam nach. Wenn sich außer Gefecht befindet. Okay. So, also Aquitaine. Da werden wir uns erstmal nichts bauen, ne? Faster than anyone. Aber wir haben sogar ein paar Trolle in der Armee. Das ist, ich kann jetzt den Kugelwagen, aber meine Güte. Wir haben ein paar Fernkämpfer. Okay, also leveln wir mal. Ich will jetzt auch mal eine richtige Schlacht machen, aber es hat sich jetzt nicht gelohnt bei den ganzen kleinen Mist. Ah, Eisenhart. So, wir sind auch bald beim Blitzschlag. So, für alle Fälle, wenn da die 10, 11 Armeen hier ankommen. Wie machen wir das eigentlich? Magische Reserven.
Ja, jetzt was ist fast für wichtiger in dem Moment. So, wir können jetzt schlüpfrig machen. Es hat eine Selbstverstärkung. Ja. Okay. So, dann nehmen wir jetzt das hier. Steht ja Goblin-Infanterie. Zählt das auch für Nachtgoblins, frage ich mich ehrlich gesagt. Ernsthaft. Das ist alles so gut, ne? Die ganzen Stott, die wollen. Oh, ist. Und Heilpilze nochmal. Sie haben jetzt so Verstärkung, Wiederverstärkungsrate. Wiederverstärkungsrate? Ja, doch. Das können wir jetzt auch nochmal ausbauen. Ach ja, natürlich, das ist ja hier alles Gebiet, was wir eigentlich gar nicht mögen. Deswegen, ich wundere mich hier, das erklärt, wieso das hier alles so schweineteuer ist. Richtig, wir mögen ja eigentlich Berge. Eigentlich. Ja, und Inseln. Berge und Inseln für uns. Ja, ja, keine Sorge, wir gehen schon noch nach Ulduran rüber. Dauert nicht mehr lange. Die Waldelfen bleiben zum Glück tatsächlich weiterhin drüben. So, was machen die jetzt? Gehen die jetzt mit ihren beiden Armeen darüber oder sitzen sie jetzt mit einem Gewaltmarsch hin zu ihrer Burg? Hätten wir jetzt nämlich gleich eine richtig fette Schlacht gegen drei Fullstacks quasi. Okay, also ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Sind sie auch hier irgendwo im... Ja, ich komme da nicht ran, hä? Ich komme da nicht ran. Also das heißt, was sie nicht machen, werden es so uns hinstellen, dass die uns hier noch angreifen können. Da ist die eine. Die andere ist wahrscheinlich irgendwo weiter hinten. Die werden uns jetzt bestimmt beide angreifen. Oder die eine läuft zurück und holt sich Aquitain wieder, aber... es ist okay, ja? Es ist absolut okay. Dann können wir uns natürlich auch noch holen, dann gleich wieder. Oh boy. Ja, bleibt nichts außer einfach weitermachen. Massiv weiter ausbauen. Ach, das ist wahrscheinlich nur das Gehorsamsgebäude. Ja, kannst es nicht ausdenken, ne? Was? Die lassen... Okay. Die lassen ihre Hauptstadt einfach liegen. Ich glaube, Jungs sind hier. Wilma von Karstein. Okay. Ja, das ist halt, ja, das ist halt dann gleich der War vorbei hier, ne? Was? Ich hab mich verklickt. Wieder einmal. So. Gut, Provinz ist gesichert, Wahrziel ist besetzt, wir haben uns das Trophäe erhalten, jetzt haben wir dadurch auch nochmal die Quest eigentlich gemacht, ne? Spanner, Trophäe, war wow, Ausruf, richtig. Kriegen wir nächste Runde dann. Ja. Müssen wir jetzt nach Süden, müssen weiter diese blöden Armeen jagen. Aber es ist okay, wir werden das hier, werden wir das jetzt reparieren? Und wir bauen hier mal die Mauern, ja. Den Hafen, da verdienen wir sogar auch. Nämlich die Fettgeld. Fettgeld und hier beginnen wir ja das doch. Das Bosszelt. Ja, noch 4000. Ganz ehrlich, brech das wieder ab. Wir werden noch brauchen, bis sie hier unten sind, glaube ich. Jetzt in der Armee nochmal aufstellen. Offensichtlich. Aber Tänzer. Raserei. Denn dieser Old Folter da. Bei Gehorsam. Das ist eine schlechte.
Eigenschaft für einen Typ, der eigentlich wahrscheinlich eine Provinz aber halten muss. In den Goblin, Warboss. Der Nahkampf-Experte, ne? Mhm. Ja. Come well, nasty! Night Cobo War Boss! So. Oh, warte mal. Ich könnte ja sogar fiese Schlitzer geben. Natürlich, Herz allerliebst. Wo sind denn die guten Gobo-Schützen hier? Was ist jetzt ein bisschen mehr? Aber ja, da haben wir eine zweite Gobo-Armee. Das ist auch okay. Ich kann damit absolut leben. So, Blitzschlag. Yay. So, und du bekommst jetzt hier den verbesserten Jingens hier. Oder den am meisten verbesserten. Ja. Oh, diese. Ich kann es echt nicht fassen, dass diese Feiglinge hier ständig vor uns wegrennen. Sobald der Warstack dann weg ist, kommen sie gleich angerannt. Dann werden sie ja trotzdem geschlagen. Ulkes. Hier kann ich mich noch erinnern. Er war ein sehr fähiger Mann. Ja, siehst du, deswegen habe ich Brion aber wieder abgejinxt. Schon seine Gründe. Och. Ja. Hi, Safedi. Willkommen im Club der Elfen, die uns hassen. Ich weiß gar nicht, ob die Dingseinheiten. Belohnungsseite kann ich auch erst hinterher, glaube ich, rekrutieren. Ne? Ja, Oristic. Faster than anyone! Better than anyone. So, hier rüber. So. Ich überlege diese Scheißprovinz schon in der nächsten Runde, ne? Geil, was wir machen. Warte mal, wir haben andere Killer gefunden. Ach, es ist echt zum Mäusemerken, ne? Naja. Das ist schon okay. Jetzt ist die Rebellion wahrscheinlich direkt. Nee, es ist ja. Das Ding ist ja dabei, das heißt, wir haben Mauern. Sie wird nicht direkt angreifen. Das ist meine Ork-Rebellion. Greifst du uns jetzt mal an beiden Armeen draus? Ich stehe doch sogar im Gewaltmarsch da. Weißt du, ich gebe ihm die ganze Zeit die krassesten Angebote hier. Oh ne, er haut weiter ab. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Wo sind die ehrenvollen Bretonier, die sich den Kämpfen stellen, hä? Wo sind sie? Was ist das? Ist ja lächerlich. Geht echt direkt zum Belagern. Hey? Ach, die sind nicht voll. Ich verstehe. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt da nicht hochlaufe, ja, dann verlieren wir das gleich wieder. Und ich kann die Typen hier eh nicht einholen. Deswegen. Ich meine, das wird alles viel entspannter, sobald diese blöde, uns verlangsamende Armee weg ist. Können wir die auch einholen? Lass mal jemand sagen. Ich gebe uns ja mehr Stärke, aber zu welchem Preis, sage ich da. So, Nahkampfangriff nochmal steigern hier. Und jetzt auch gleich eine Rebellion. Weil hier haben wir ja ein paar Leute stehen. 1, 2, 3. Noch. So, ein paar kleine Gobos dazu. Aber die kosten auch gleich nochmal weniger. Und sie können alle Vorhut aufstellen. Das ist die Rebellion da unten, sollten wir eigentlich killen können. Der Carcassonne ist ja jetzt so weit, dass wir theoretisch ja die Mauern weiter ausbauen könnten. Hätten wir auch genug Garnison unten, um uns zu halten. So können wir uns bestimmt gegen eine Armee, also wenn wir noch diese Runde rekrutieren können, dann sollte es eigentlich klappen, dass wir uns gegen eine Armee beteiligen können. In der Stadt. Das andere ist ja gesichert. Die
habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Zenga aus Kotik. Ja, es sieht immer interessant aus. Das Ganze hier, sie läuft da einfach weiter nach Süden. Okay. Die werden alle nicht kommen, weil sie alle Schiss haben, weil wir halt momentan zwei Armeen haben. Oder ist Kalidor? Kalidor ist jetzt auch mit uns im Krieg. So, der Belion, Aufseher sind wir jetzt. Der plündert da unten. Belagert werden wir auch. Big is an orc. So. To pieces. Another. Mehr Führerschaft für die Trolle, würde ich sagen, ha? These gits are a waste of space. Their boss better puff up. Das hier. Whole world's gonna be crumbs. So, wo sind jetzt diese Typen hier alle? Come with me, bro. Meet loot and glory. Ja, Quinten wird jetzt fünfmal niedergerissen. Wir werden es auch nicht aufbauen, solange das ständig hier ein Problem ist. So, zwei Runden, bis hier die Mauern stehen, dann hält die Stadt auf jeden Fall eine Weile aus. So, jetzt haben wir hier die Pistolische Rebellen. Wir haben hier Alberic selbst. Den fiesen Schlitzer hier. Nochmal ein Bonus gegen Infanterie. Hier bekommt ihr die schweren Waffen, ehrlich gesagt. Dann bekommen sie die Schutzausrüstung. Ready for bossing. Ja, wir haben hier quasi einen Fullstack stehen. Ja, es ist ziemlich ausgeglichen. So, aber es ist besser, wenn er uns an. Er hat keine Fernkämpfer. Diese Armee ist sehr interessant aufgebaut. Gut, soll er mal machen. Immortal Grom! Ja, wollen wir den hier noch sagen? Müssen wir mal Nahkampfverteidigung, richtig, und Führerschaft? Wir können sie jetzt nochmal hier verbessern. Wir können sie jetzt auch im Nahkampf schulen. So, noch die Kanalisierung auch schon. Mach mal erstmal das hier. So. Ja, und 6 Stunden haben wir noch die Armee hier. Goblin King never loses. Anna. Even the law master could not. Does it again? Nicht mal der. So, Zähne ziehen, mehr Einkommen. Mehr Wachstum, Rekrutierungskosten, Baukosten. Ich glaube tatsächlich, dass das hier momentan uns am meisten hilft. Ja, quasi kein Einkommen momentan. So, aber Part davon ist safe und du bist safe. Könnte ich auch noch weiter ausbauen hier mit 5000, aber dann haben wir gar kein Geld mehr. Ist auch. Ich meine, sie haben jetzt natürlich nichts gebaut hier, was uns irgendwie das Ding unterm Arsch explodieren lässt, ne? Test das Einkommen, minus 4. Das müsste ja echt dieses Ding hier sein. Auf 5000. Würde uns halt so helfen eigentlich. Oh Mann, diese Kampagne läuft gar nicht so, wie sie laufen sollte. Da kommt die zweite Armee. Läuft aber noch nicht an Worten und Belagerungswaffen. Der tote Herzog gehört jetzt im Krieg. Ne, er macht nicht Angst. Danke, das ist sehr freundlich. Unten sind. In Aquitaine wird geplündert. Oh, Moment mal. Richtig, ich plündere ja mit Plünderlager. Hehe. Vielleicht mal. Ich sage, wo zur Hölle sind hier diese Elfen, ne? Gammeln hier halt irgendwo. Aber solange wir zwei Fullsacks haben, können wir hier trotzdem einfach im Gewaltmarsch rumrennen. Dann nehmen wir jetzt kurz Brion ein. Da kommt eine Safiri-Armee. Die haben aber nur kleine Armeen momentan. Eine Runde noch.
Ah, du hast mich jetzt genau in der Runde an. Könnte halt passieren, leider. So, Gromboy. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Den Mob-Boss? Ja, die Hinterhaltschance und so. Ja, das wollen wir halt auf jeden Fall auch haben hier. Also, Unterhalt, Reduktion. Und dann tatsächlich mehr Geld für uns. Dann vielleicht dann mehr Armeen. Oh, wir können das Hauptgebäude ausbauen weiter. Ah, wir müssen warten, bis wir bei der nächsten Schlacht entsprechende Einnahmen haben. Schaffen wir es jetzt mal wirklich mal zu kämpfen? Alle fliehen ständig vor uns. Wo sind diese Kritik-Elfen hin? Ist Bordello da oben jetzt gelandet? Bordello, sag ich schon, Saviri. Dabei. Jetzt haben sie aber gemerkt, shit, der hat da Mauern gerade gebaut. Das hier bauen, dann hätten wir hier tatsächlich Ruhe. Zumindest sagen wir keine Steuern drin haben. Können es aber jetzt erstmal so lassen, ne? So, also, wir nehmen mal kurz auf den Weg Dion ein, ne? Die Weltenwanderer haben wir getroffen. Lovely, lovely loot. Better than anyone. Ogerklinge. Mal endlich mal eine Waffe für dich hier. Ehrlich gesagt, 18% mehr. Nahkampfangriff hast du. Du hast 47. Er hat 47. Das ist eigentlich beides gleich schlecht in dem Sinne. Gut, durchwühlen. Durch Beutegewinn nach der Schlacht. Ja, das können wir gut gebrauchen. Und dann hier bei dir. Haut den Sack. Vor so ein furchtbarer Gestankeffekt und verringern die Führerschaft. Reicht wäre es nicht. Also haut den Sack. Zack, zack. Vier Runden noch. Die sind alle hier. Was geht hier eigentlich vor? Mensch, Sangha. Ich dachte, wir seien Freunde und jetzt sowas. 46 für die Aufjinxung davon. Oh, das mal. Jetzt ist wenigstens Ruhe. Und sagen, finde, er sieht irgendwie anders aus jetzt. Wieder Mauern gebaut? Ernsthaft, ja. Haben sie gemacht. In Brion. Ehrlich gesagt, nee. So. Ja, dann machen wir nächste Folge weiter. Das war jetzt echt langweilig in dem Sinne. Keiner will mit uns kämpfen. Nur irgendwelche scheiß Noobstacks und Städte wehren sich. Der Rest haut einfach ab. Naja. Bald hauen sie ja nicht mehr ab. Bald ist ja die zweite Armee, die bei uns dabei ist, nicht mehr da. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer.